Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2, wo wir in der letzten Folge in Bottrop, ja nennen wir es mal so, ordentlich was getan haben. Einziger Nachteil, die Flugrichtung der Flugzeuge, die fliegt genau nicht über Bottrop drüber und das findet Bottrop nicht so schön. Während Bottrop natürlich wieder anfängt zu wachsen wie irre und überall Gebäude anfangen zu sprießen, ist die Flugzeugeinschneise genau über Bottrop gelandet. Das ist natürlich ein bisschen ungut und Bottrop findet es auch nicht so schön. Jetzt ist die Frage, wie designen wir das Ganze um? Weil natürlich die Flugzeuge fliegen alle genau hier drüber, dass wenn wir hier natürlich die Lärmgeschwindenlautstärke anschauen, Bottrop da ganz böses Feld hat, ganz böses Feld hat. Und das gefällt natürlich den Bewohnern nicht unbedingt. Deswegen haben wir eigentlich auch diese neue Stadt gebaut, damit es gefixte Hauptstraßen gibt, die benutzt werden am Ende. Wir haben aktuell 2 Billionen auf dem Konto liegen, oder Milliarden, Entschuldigung, ich bin im Englischen schon wieder drin. Die Frage ist, kann ich hier am Flughafen sagen, wie gestartet werden soll? Das wäre natürlich noch so ein i-Tüpfelchen. Was kann ich machen? Fügt den Flughafen als Seite Wandel zu. Okay, jetzt bin ich mal verwirrt. Ich kann so viel machen auf einmal. Ah, das ist das Problem, dass wir jetzt hier das haben, ne? Wenn natürlich das jetzt bauen wollen würde, geht das nicht, weil hier jetzt die Schienen liegen. Und dann müssen wir rein theoretisch den Flughafen eben setzen. Aber, oh, ich glaube, ich habe gerade einiges verändert. Müssen wir mal gucken, vielleicht kann ich den Flug... Jetzt fliegen sie nicht so rum. Ich habe die Flugrichtung gerade geändert. Das geht ja. Cool. Jetzt starten sie natürlich so rum. Immer noch nicht das Ziel unbedingt. Natürlich, die Landungen sind gleich das Lauteste. Schauen wir mal, was passiert. Ob die jetzt vielleicht sogar andersrum fliegen. Wir schauen uns mal die aktuelle Lärmbelästigung an. Mhm. Immer noch heftig. Aber wir sind hier, glaube ich, schon gesunken. Durchschnittliche Lautstärke sollte sich auf jeden Fall hoffentlich anpassen jetzt dort. Aber den Flughafen könnten wir wahrscheinlich in Zukunft eh umdesignen. Aber wo ich jetzt ausprobieren kann, was ich mit den neuen Sachen machen kann, ist auch nicht hier, weil ich glaube ich hier so viele... Ich habe nicht erwartet, dass ich ein zweites Flugfeld bauen darf. Doch, hier geht dann Sinn. Cool. Ich kann aus der Karte raus... Ich finde es cool, dass ich aus der Welt rausbauen kann. What? Irgendwie ein bisschen unerwartet gerade. Überlastete Stationen. Habe ich denn welche? Ich habe eigentlich alles ganz gut unter Kontrolle. Öffentlicher Verkehr und Privatverkehr. Ja, die Autobahn wird natürlich privat genutzt. 34, 200. Immer so die stärksten Auslastungen sind Autobahn, oder? Ja, Autobahn ist relativ gut ausgelastet. 85, 80. Das hört sich schon ganz gut an. Ah, die Stadt. Oh, schaut euch die an. Die wächst schön. Ah ja, aber bevor ich es wieder vergesse, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte in München ein bisschen was machen. Und nein, ich mache jetzt noch keine Planstadt hier daraus. Ich wollte die Funktionen ein bisschen abändern, wie das hier genau läuft. Weil wir haben ja hier den Transport von hier nach hier, dann mit Holzplanken und dann das Werkzeug in die Stadt. Ich will aber, weil hier, wenn ich mir nicht... Ihr braucht 2 Holz, damit das wird. Und das braucht jeweils 1. Ich brauche hier eine doppelte Lieferkette wie hier. Und wenn ich mir anschaue, was wir hier an Verbrauch haben für diese eine Linie... Muss man natürlich herausfinden, wo die wieder ist. Werkzeuglieferung hier.
Wir haben 15 Fahrzeuge hier verbaut, die natürlich alle im schlechten Zustand sind. Die werden jetzt erstmal alle verkauft. Ja. Dann gehen wir hier und schauen hier uns die Werkzeuglieferung an. Das Nebengleis wird abgeschafft jetzt. Warum fährst du immer noch so? Findet er immer noch am besten. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er das immer noch am besten findet, aber wo liefert er dann ab hier in der Stadt? Okay. Wir machen jetzt eine neue Lieferung aus. Das ist jetzt Werkzeug München und das ist dann Holz München. Holz München. Und wenn man sagt, müsste jetzt passen, genau, ja. Dann gehen wir jetzt zu unseren Fahrzeugen. Fahrzeug kaufen. Ah ne, warte, das sind jetzt die falschen. Wo sind andere Gedöns? Hat das München gar nicht? Müssen wir jetzt von einer anderen Stadt anfangen? Dann fangen wir halt von unserer guten Stadt hier an, ne? Fahrzeugmanager, Fahrzeuge kaufen. Wir haben jetzt hier E-Trucks. Die sind elektrisch, fahren alle Güter. 20 Stück hat das Platz. Weil wenn wir von denen hier 10 nehmen. Oder wir fahren erstmal auf 8 und 15. 9. Hier geht alle auf Werkzeug München. Und dann brauchen wir noch hier eine eindeutig größere Menge. Der Vorteil ist, ja, ich könnte natürlich jetzt hier auch besser denken. Aber ich will einfach rausbrettern gerade. E-LKWs. E-LKW-Armee unterwegs. Jetzt wird die Armee hier ausgerufen. Denke mal, die fahren alle über die Autobahn. Das wird das Lukrativste für alle sein. Die E's, die sind eh schon unterwegs. Huch, die sind hier vorne schon. Die holen aber ordentlich auf. Die E's sind nicht so schnell wie die. Wie die anderen. Okay. Überhol. Warum überholen die nicht? Die Auto-KI. Es gibt einen Mod für die Auto-KI. Aber das ist jetzt echt dumm. Jetzt trödeln die hintereinander daher, obwohl sie die zweite Spur auch verwenden können. Da brauche ich nur eine einspurige Autobahn. So, einmal abfahren bitte. Jetzt kommen die E-LKWs daher. Jetzt geht's los. Jetzt kommen auch dann die Haupt-LKWs wieder daher. Zack. Geht jetzt einiges ab. Da kommen noch ein paar. Da kommt noch einer. Wo bist denn du gewesen? Hast du noch gut gefeiert oder was? So, die ersten sollten jetzt auch hier reintrudeln. 200 Holz wartet schon. Wir werden gleich mal ein bisschen umkonfigurieren, dass einfach ein bisschen mehr Platz auch ist. So, dann können die nicht sich hier anstellen, notfalls. Warum hast du schon Holz dabei? Wo hast du Holz her? So, jetzt habe ich gleich so eine große Übermacht ihm erstmal geschickt, dass er überfordert ist. Können die sich gleichzeitig beladen? Er versucht auf jeden Fall noch zu liefern. Ich glaube, er wird ein bisschen überfordert langsam. Ah, geil. Ich überfordere das System schon wieder. Jetzt habe ich ihn aber... Transport 77%, wie soll denn das gehen? 400 von 600 gerade mal, was? Jetzt stehen wir hier. Warum stehen wir denn jetzt hier? Weil die sich natürlich beide... Oh, ihr seid doch auch so doof. Nimm doch da Stufe 2. Dann tun wir konfigurieren hier gleich und tun den ausbauen. So, zack, zack, zack. Liefert ab einfach.
Die sollten nicht voll fahren. Ich sollte. Ah, die reihen sich nur ein, weil ich gerade gemacht habe. Okay. Was ich auch zum Beispiel nicht verstehe, warum zum Beispiel wird es nicht verwendet, dass die alle vier gleichzeitig abladen können. Dann könnten vier gleichzeitig ihr Zeug verfahren. So, jetzt haben wir aber langsam eine schöne Pace, damit sollte das dann alles gut laufen. Die sind natürlich durch die erhöhte Produktion jetzt ganz happy, da steigt natürlich jetzt auch alles. Der Versand sollte jetzt aber auch gleich dann hoffentlich steigen. Schauen wir mal, wie das die E-Transporter kriegen. Na, jetzt steigt das beides wieder schön. Schauen wir mal, dass wir das beide schön auf 200 kriegen, weil dann haben wir eine Stufe 2 hier. Die haben so viel auf Lager noch, das ist ein bisschen übertrieben. Also, das Lager ist bei 273, der Konsum ist bei 206, aber er steigt. Er steigt, das ist gut. Aber das heißt nicht unbedingt, dass wir nicht so viel genügend hier hätten. Hat aber auch genug Platz noch. Die Produktion steigt und der Versand steigt. Warum steigt der Versand nicht so schnell? Du wirst doch wohl so viel versenden können auch, oder? Das verstehe ich jetzt nicht. Hier ist genug auch auf Lager. Wenn wir uns jetzt mal den anschauen hier, der macht auch Plus Finanzen. Ordentlich. Der wird diesen Monat auch nicht mehr Minus machen. Der hier wahrscheinlich auch nicht mehr, denke ich. Finanzenmäßig, nö. Die stehen alle gut da. Wie stehen die da? Das interessiert mich. Warum steht der Minus da? Der steht im Plus da. Der hat hier ordentlich Plus gemacht bis jetzt schon. Oder ist das Ding einfach überfordert? Dass die mit zu wenig abfahren. Das geht aber. Verstehe bloß nicht, warum der nicht anheizt. Er sagt Transport, aber wieso 400 bloß abgenommen? Müsste ich dann mehr LKWs anheuern oder was? Das sind schon wieder so Sachen, wo ich mir denke so, aber ja, wir können uns mal überall die, oder so allgemein mal die Infos anschauen, wie viel zum Beispiel Holz macht. Holz, 1,3 Millionen. Und dann schauen wir uns jetzt Werkzeugmünchen an, 650.000. Das sehe ich als akzeptabel an. Und wenn wir München anschauen, kriegen die 24 von 71, bedeutet zwar noch nicht perfekt, aber es wird schon. Die Dinger nehmen wir gleich wieder mit. Währenddessen hat der genug zum Produzieren. Die Lieferungen sind auch hoch genug noch. Dass hier genug passiert auf jeden Fall. Er sagt, aber es ist nicht genug da. Warum? Versende doch mehr. Versendet 100. Nimmst du nur 100 an oder was? Produziert, ausgeliefert. Fast gleich. Da haben sie viel mehr produziert. Was ist denn hier los? Produzier doch. Arsch, er kann bald, wenn der Versand ein bisschen steigen würde, würde er wahrscheinlich in die nächste Stufe aufsteigen. Seine Produktion ist am Maximum. Das ist das Problem auch. Arsch, ja, aber es steigt. Komm noch ein bisschen, du schaffst es. Du hast so viel auf Lager. Das sinkt er wieder. Mach doch einfach. Komm, das kann doch nicht so schwer sein. 75. Fallen mir ja nicht. Steig auf. 77, das ist toll, dass er jetzt. Da, jetzt macht er mit.
müsste aber langsam der nächste E-Truck wieder kommen. Genau, jetzt kommen schon die nächsten E-Trucks wieder gleich. Und dann sollte auch die Produktion und alles steigen. Zack, der nimmt es auf einen Schlag wieder mit. Und wenn das steigt, hat es eine höhere Abnahmerate und alles steigt. Das ist natürlich genial. Dann sollte alles noch ein bisschen mehr Plus machen. Also man sieht schon, es wird sich jetzt so langsam ausbalancieren. Aber Leute, ich würde sagen, die neue Stufe dieses Gebäudes sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.